Hallo Leute, ich bin Ultimate Spin Dash und wir werfen heute einen Blick auf die Meisterin der Winde, Zephyr. Zephyr ist ein Warframe im Stil eines Vogels mit Kontrolle über die Lüfte. Dies gibt ihr eine hohe Beweglichkeit und kann dafür sorgen, dass ihre Feinde vom Winde verweht werden. Allerdings stellt sich die Frage, ob sie das den Slot wert macht. Zephyrs Blaupause und ihre Teile erhaltet ihr im Tenno-Labor des Clan-Dojos, nachdem ihr die erforderliche Forschung abgeschlossen habt. Beachtet, dass sowohl für die Forschung als auch für den anschließenden Bau Oxium benötigt wird. Alternativ bekommt ihr sie samt Slot und Reaktor im Markt für 275 Platin oder im Update 12 Megapack zusammen mit der Phage, den Axilettos, dem Jetkit Tag und Boostern für 700 Platin. Zephyrs erste Fähigkeit, Rückenwind, lässt Zephyr hoch in die Luft springen. Wenn ihr euch bereits in der Luft befindet, werdet ihr in Richtung eures Fadenkreuzes geschleudert. Feinde in eurem Weg erleiden Schaden und werden umgeworfen. Ihre zweite Fähigkeit, Sturzbombe, lässt Zephyr mit hoher Geschwindigkeit gerade nach unten stürzen. Beim Einschlag erzeugt sie eine Schockwelle, deren Kraft von der Höhe des Sturzes abhängt. Ihre dritte Fähigkeit, Turbulenz, lenkt Projektile ab und schützt so Zephyr und alle Verbündeten in Reichweite. Beachtet, dass euch diese Fähigkeit nicht vor Bereichsschaden schützt. Zephyrs vierte Fähigkeit, Tornado, erzeugt Wirbelstürme, die Feinden Schaden und sie umherschleudern. Die Tornados übernehmen den Elementarschaden eurer Waffen, wenn ihr auf sie schießt. Allerdings haben die Elementkombos alle eine festgelegte Priorität, weshalb sich manche Schadensarten schwer oder gar nicht überschreiben lassen. Zephyrs passive Fähigkeit lässt die langsamer fallen, höher springen und macht sie in der Luft beweglicher. Mein Bild besteht aus Kontinuität, Überdehnt, Verstärken, Jetstream, Fluss, Umlenkung, Stromlinie und Ausdehnung. Alternativ könnt ihr Jetstream gegen Vitalität austauschen, in welchem Fall ihr euch auch Verstärken größtenteils sparen könnt. Zephyr kann als mobile Deckung fungieren und Verteidigungsziele durch ihre bloße Anwesenheit vor Angriffen aus der Entfernung schützen. Insgesamt ist sie aber unten auf der Prioritätsliste. Falls euch also ihr Spielstil nicht extrem interessiert und ihr auch nicht Happy Zephyr spielen wollt, sollte sie einer der letzten Warframes sein, die ihr eurem Arsenal hinzufügt.